Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Wir machen hier lustig weiter mit unserem neuen Dorf. Und wir haben immer noch Probleme, natürlich immer noch Probleme mit Banditen. Was ist hier? Achso, hier. Gut. Da ist Personal auf dem Weg, das ist schon mal nicht verkehrt. Okay. Die sind fast komplett. Nicht verkehrt. Das würde mich mal interessieren. Moment mal, Augenblick. Einen Moment. Wir haben da 6 Truhen mit diesen Kupfermünzen. Die Draufgänger, ja gut, die haben 200% Kampfstärke gegen Werwölfe. Das ist normal bei denen. Da hat sich also jetzt da nichts irgendwie jetzt schon zum Positiven verändert wegen den Münzen. Ich bin mir... Kampfstärke 5,5. 5 plus 0,5 Bonus durch Reichtum. Es macht sich bemerkbar. Ja, ist auch nicht der Riesengewinn, aber immerhin. Ja, immerhin. Gut. Also die Investition war nicht verkehrt. Was ist hier noch? Was ist da noch? Die Steinmühle wird da immer noch gebaut. Woran? So, ja. Genau, das war ja das ganz große Problem. Wir haben nicht genügend Holz. Ja, beziehungsweise ne, Sägewerk und so, das kommt nicht nach und so, aber wir arbeiten dran. Was ist hier los? Ah, das ist cool. Alles andere ist noch nicht vorhanden. So, wie sieht es hier mit denen aus? Da habe ich noch 2 im Auftrag. Okay. Ich hatte ja gesagt, wir brauchen eigentlich 40, ne? Wie sieht es denn so personaltechnisch aus? Sehe ich das irgendwo? Normalerweise ja. 26 Draufgänger. Da sind schon ein paar Draufgänger draufgegangen oder so. Wir machen mal noch mal so 10. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wie sieht es mit dem Kollegen aus? Der macht... Okay, das sind noch 7. Ich mach mal Vorsicht, habe ich auch noch mal auf 10. Ich hoffe, ich habe noch genügend Silber auf Tasche. Ja, aber das ist nicht endlos. Das ist nicht endlos. Okay, da kommen so langsam wieder Wachen rein. Wie sieht es hier aus? Da bin ich auf Maximum. Wachen. Ich weiß, die sind schwach. Ja, das ist gar keine Frage. Die sind schwach, aber wir kommen. 4 ist irgendwie immer so was mit Banditen und so. Ich mache hier mal so eine Patrouille hin. Ja, auch wenn ich jetzt nicht gut weiß, wie viel bringen die Leute. Aber besser als nichts. Was ist hier los? So, überall fällt Baumaterial. Ja, ich habe 10.000 Sachen in Auftrag gegeben. Das war einfach notwendig. Der macht seinen Job ganz gut. Sind die beide da? Oh. Was ist denn da los? Moment, Moment. Hier so. Der ist da tätig. Der ist dort tätig. Moment. Da so. Würde ich sagen, vielleicht mehr so hier so bei ihm. Ja. Okay, okay. Schon der nächste. Angedackelt. Warte.
Petrolie. Petrolie setzen wir mal da so hin. Was bringt, weiß ich nicht, aber wo sind die überhaupt alle? Die rennen überall rum. Ist nicht gut. Macht mal euren Job hier, das ist wichtiger. Wo hatte ich den Punkt gesetzt? Da. Das bleibt da auch. Eisenvorkommen entdeckt. Wieso entdecken hier Leute Eisenvorkommen von mir? Das ist nicht gut. Ihr sollt euch da nicht rumtreiben. So war nicht der Plan. Ich meine, es ist schön, dass ihr hier ne und so Eisenerz und so entdeckt. Alles schön und gut. Aber. Ein weiteres. So, ich verstehe. Okay. Ja, das mit diesen Sätzen von irgendwelchen Punkten. Warte mal. Wenn ich hingehen würde, ich weiß, das ist jetzt vollkommener Quatsch. Weil ich den Fokuspunkt beispielsweise hier hinsetze. Bringt das überhaupt was? Und. Nee, ne? Das ist denen im Prinzip egal, weil der Wachturm eigentlich mal so derjenige ist, der so die ganze Geschichte vorgibt. Ich verstehe. Und ich kann das Ding nur deaktivieren, aber dann werden die hier ne, quasi weg außer Betrieb gesetzt. Das soll ja nicht sein. Ich brauche den ja. Ich brauche da meine Leute. Das ist so einfach. So, wir gucken mal, wie sieht es denn hier aus. Das sieht ganz, ganz übel aus. Sägewerk, Waffenschmiede. Ich habe nur eine Waffenschmiede, glaube ich. Ja, nur eine Waffenschmiede. Ich brauche eine zweite Waffenschmiede, auf jeden Fall. Die Rüstungswerk oder Rüstungsschmiede ist noch nicht fertig. Da ist auch noch nichts. Da fehlt es an Zement. Und die Steinmühle ist nicht fertig, weil ich noch nicht genügend Holz habe. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, gebe ich zu. Hätte besser gehen können, hätte besser gehen sollen. Ich muss das Forsthaus wieder anschmeißen. Und auch da sind die Steuerungsmöglichkeiten. Ich mache mal eher so semi. Packen wir dahin. Und aktiviere den Vogel wieder. Ganz nebenbei bemerkt hat der Wasser. Ist hier im Brunnen. So, das war's blöd. Der hat Wasser, aber ist, glaube ich, kein Brunnen in der Nähe, ne? Kann ich den vergessen? Scheint. Moment mal eben. Um die anderen Brunnen entsprechend zu entlasten. Ich kriege ja keinen Brunnen hin, weil hier ist Gestein. Aber hier kriege ich einen Brunnen hin. Moment, einmal kurz drehen. Bitte, so, ja, alles klar. Und zack, gebaut. Also, noch nicht gebaut, aber in Auftrag gegeben. Cool, wir hätten dann da in der Nähe einen Brunnen. Das ist nicht verkehrt. So, wie sieht es hier mit aus? Die Dinger sind jetzt fertig. Nein, sind sie nicht. Leider. Alles noch im Bau. Achso, Waffenschmiede, das war, ja, ich meine, gut, in Auftrag geben kann ich die. Wie viel das bringt, ist die andere Frage. Weil im Augenblick die Produktion ja so ein bisschen, also das Bauen der Gebäude so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Die Steinmühle ist noch 6 Baumstämme. Zimmerer ist unterwegs, immerhin. Das erfreut mich. Hier ist immerhin die Schmelzhütte dabei.
ihren Job zu machen. Das ist auch cool. Ansonsten, wie sieht es hier aus? Habe ich noch Leute hier rum existieren oder sind die alle weg? Okay. Ist nicht so gut. Ja. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Ist ganz schlimm. 20, ich brauche Holzsperre, die werden, nein, nicht in der Werkzeugschmiede hergestellt. Wo habe ich denn, wo ist denn hier meine Holzwerkstatt wieder da? Die hat nichts zu tun, von wegen, du hast jetzt erstmal jede Menge zu tun, du machst da mal so 20 von den Dingern. Ich weiß, ich brauche das kurz auch noch anderweitig, aber es ist, wie es ist. So. Jetzt klemmt man wieder an allen Ecken und Enden. Und da habe ich noch drei. Ja, tolle Wurst. 25 von 25, immerhin. Und wie viel sind es insgesamt? 31. Okay. 31. Ich würde gerne Häuser bauen, aber ich habe eh nicht genügend Baumaterial im Augenblick. Von daher. Wie habe ich das reagiert? Wie bin ich denn noch auf? So, Bosshaus ist ja wieder aktiv. So, Sägewerk ist dabei. Auch hier wird eifrig gesägt. Immerhin etwas. So, Waffenschmiede. Wie sieht's hier aus? Die Taverne wird jetzt gebaut. Die ist schon mal fertig. Sehr cool. Taverne ist fertig. Die Steinmühle hat alle Materialien, die sie benötigt. Die ist kurz vor der Fertigstellung. Cool. Wir kommen voran. Damit ist ein wesentlicher Teil jetzt sozusagen schon mal betriebsbereit. Muss natürlich jetzt hier noch entsprechend mit Kalkstein versorgt werden. Aber Kalkstein wird abgebaut. Und ist auch vorhanden in einigermaßen hoher Stückzahl. Das lässt hoffen. Münzprägerei, die macht ihren Job. Zum Glück kriegt sie kein Silber. So wie es aussieht. Das ist cool. Wie sieht es hier aus? Da habe ich 6 Kupfermünzen. Ach so. Ah, okay. Ja gut, wenn er denn... Was geht denn hier ab? Ja, ich habe da nichts gegen. Wenn ihr da Kupfermünzen sammeln wollt, macht das ruhig. Ja, ich bin da offen für solche Entwicklungen. So. Immerhin sind da jetzt, hat sich da ein bisschen was angesammelt. Inwieweit hat sich das hier auf diese Draufgänge ausgewirkt? 0,5 plus 0,7. Eine Entwicklung in die richtige Richtung, muss man so ausdrücken. Die Wache ist da auch schon wieder energisch unterwegs. 2 plus 0,3. Auch da geht es ein bisschen aufwärts. Da wird auch die Entwicklung etwas besser. Okay. Hier sind es immer noch bei. Alles klar. Okay. Ja. Gut.
der holzt nur große Bäume ab. Das sollte er jetzt auch tun. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Habe ich noch so einen hier, ne? Der ist auch mit einem Erwachsenenbüro beschäftigt. Sehr gut. Ja, im Augenblick so ein bisschen Bestandsaufnahme, weil viel machen kann ich momentan nicht. Ich muss warten, bis die entsprechenden Gebäude fertiggestellt sind. Hier zum Beispiel, da könnte ich jetzt hingehen und sagen, was habe ich hier? Eisenschwerter. Ich mach da mal so ein paar. Aber noch ist noch kein Eisen in Sicht. Ich könnte auch auf Bronzeschwerter gehen. Bin mir nicht so ganz sicher. Ehrlich gesagt, bin mir nicht so ganz sicher. So, kann ich arbeiten? Personal unverständlich, ist aber auf dem Weg. So, wie sieht's hier aus? Ist das schon fertig? Keine Ressourcen zu sammeln in der Reichweite. Oh mein Gott. Und das sind auch nur 6. Das Eisen ist schon komplett weg. Hier ist ein bisschen Kupfer, da komme ich eh nicht dran, weil ne, ist nicht unser Gebiet. Ja, ich meine, sag mal so, ne, das Eisen, was hier war, das war auch nur so ein kleiner Knuppel. Da war nicht viel zu erwarten. Gut, und dann würde ich die Geschichte hier schon deaktivieren, weil hier nichts mehr geht. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So, der kriegt aber Eisen geliefert. Und Kohle. Was schon mal gut ist. Dann kann ich wenigstens ein paar Waffen herstellen. Schaut mal, was ist hier los mit der Rüstungsschmiede? Eh nicht genug Eisen. Ja, okay. Da fehlt überall Zement. Holz ist da. Heißt für mich auf der anderen Seite. Moment, Bevölkerung, Bevölkerung. Ich könnte hingehen und beispielsweise so ein Wohnhaus hier hinsetzen. Sollte ich das hier machen? Kann ich das an anderer Stelle machen? Hier geht nichts. Da würde es gehen. Würde ich aber nicht so gerne machen, ehrlich gesagt. Moment. Wohnhaus, wie viel können da? 25 Träger. Und da können 10 Träger. 1, 2, dann mache ich lieber von den kleinen ein paar mehr. So, das wären dann 30. Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Holz haben wir ja jetzt soweit überall. Was ist hier los? Werkzeugschmiede. Okay. Die macht erstmal nichts. Werkzeuge habe ich einigermaßen vor Ort. Wie sieht es hier mit der Schneiderei aus? Du machst da mal so 10 Stück von. So. Okay. Du hast die Grenzen eines pagonischen Dorfes entdeckt. So, okay, da vorne, ja, alles klar. Macht Sinn. Ja, so eine zweite Garnison wäre Garnison. Weiß ich, spreche es wahrscheinlich vollkommen falsch aus. Ich weiß auch nicht warum. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, da noch was in der Richtung zu haben. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben mit dem Bauen. Ne? Muss jetzt zusehen, dass ich mit dem Holz vorankomme. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Idee, das nach hierhin zu verlagern. Die Produktion und hier halt entsprechend Gelände zu gewinnen.
um das ein oder andere bauen zu können. Ich denke, das war keine schlechte Idee. Was ist hier los? Deaktiviert. Wieso habe ich den? Warum habe ich den deaktiviert? Wo war ich denn da gerade unterwegs? Ich wollte die deaktivieren hier, glaube ich. Da war irgendwie das falsche Gebäude. Hier passieren manchmal Dinge, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Nichts im Neuen. Gebäude aktivieren, aber das ist aber deaktiviert. Aktivieren, Moment. Den falschen deaktiviert. Komm jetzt hier langsam ins Trudeln. Gebäude Moment. Okay. Gebäude ist aktiviert. Na, was ist jetzt hier los? So. Habe ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen das falsche Gebäude deaktiviert? Ich bin schon gewundert, warum die nicht weggehen. Ne? Falsche Gebäude deaktiviert. Ich hatte wahrscheinlich das aus irgendwelchen Gründen angeklickt. Keine Ahnung warum. Und da auf deaktivieren gegangen. Ich wollte aber das hier deaktivieren, damit die hier frei werden. Hier passieren manchmal Sachen. Habe ich hier irgendwo ich habe hier Eisenerz. Auch nicht viel, aber es ist Eisenerz. Und das werden wir abbauen, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.